Hallo ihr Lieben! So, herzlich willkommen zur nächsten Etappe unserer Reise in Portugal. Ja, wir sind immer noch in Gafanda Borahora in Vargas Blech und genießen hier nochmal ja, 2 Tage ungefähr. Und wir nehmen euch gerne mit. Habt viel Spaß mit unserem Video jetzt hier. Und nun geht's los. So, da unten, was ihr sehen könnt, ist links ein Erlebnisbad, Wasserrutschen, 2 Stück, 3 Stück, dann das Waschhaus bzw. Dusche, Toilette und man kann hier sogar ein kleines Häuschen mieten. Also der Platz ist einfach fantastisch. Volleyball kann man spielen, unten gibt es einen Raum mit Billard, mit Automaten. Wisst ihr schon, so Glücksautomaten. Und schön ist auch hier, dass der Platz zwischen einem Fluss und der Küste liegt. Also ja, zwischen 2 Gewässern. Echt schön, wirklich wahr. Also wir haben heute nochmal verlängert. Weil es uns so schön so gefällt. Echt klasse. So Sam, wie kommst du da wieder raus? Ja. Ah, okay. Ich habe wohl gedacht, das soll durchgehen. Ja, okay. Sturzflug. Wahnsinn. Bis jetzt hätte ich gekotzt. Ja. So, wir werden jetzt eine kleine Radtour hier wagen und wir fahren jetzt ins Dorf. Ins kleine Städtchen, ja. In das kleine Städtchen. Schauen wir mal, Sam kommt wieder mit seinem Wagen. Und wir nehmen euch auch mit auf die Radtour. Mal schauen, was wir so erleben werden. Na, du Säufer. Du Säufer. Ja. aufmachen? Bitte, ja. Ist okay. 20 Euro. Thank you.
200, 300 Meter vom Marktplatz der Stadt entfernt ist ein Stellplatz. Der liegt sehr zentral, direkt hinter den Dünen. Aber was für mich ein Problem wieder mal wäre, das ist das Bezahlsystem. Das geht hier irgendwie über Internet und ich verstehe sowas nicht und habe da meistens kein Glück und keine Nerven dafür. Aber sonst liegt der Platz wirklich ideal. So, jetzt werden wir wieder nach Hause radeln. Unseren Fisch haben wir gekriegt. Hallo, ich koche gerade Kartoffeln. Dafür bin ich im Moment zuständig. Aber draußen ist die Petra und die macht eigentlich erst richtig. Oh, jetzt wird es gefährlich. Gefährlich. Heute ja. Gibt es Fisch mit Gemüse aus unserer tollen Pfanne. Ja, und ich habe schon hier wieder einen Löffel in der Hand statt meinen Schieber. Ja. Ich bemühe mich da. Keine Kratzer reinzumachen. Keine Kratzer rein, ja. Ich liebe diese Pfanne, wirklich wahr. Ja. Und ich kann sie nur allen wärmsten empfehlen, wirklich. Ja, das haben wir ja schon oft. Ja, aber, weil wir so glücklich aber jedes sind Mal, also das als Essen geht so schnell, es stinkt in der Bude nicht, der Herd wird vor allen Dingen nicht benutzt. Das stimmt, der Herd ist ja auch schwer sauber zu machen mit diesen gusseisernen Rosten, das ja. ist immer blöd, echt unpraktisch. Na gut, dann hoffe ich, dass es bald soweit ist. Kommen die Fische rein. Ja, deine Kartoffeln brauchen ja auch noch. Ne? Ja. Und so schaut das Ganze dann aus. Zwei Fische und Gemüse dazu. Wie das duftet. Wir sind jetzt wieder zurück von unserem tollen Sonnenuntergang. Stefan hat jetzt gerade die Wäsche abgeholt. Erzähle mal, was dir passiert ist gerade. Ja, also die haben hier eine Waschmaschine und einen Trockner. Ganz normal ohne Münzen. Da zahlst du dann vorne bei der Frau, die das hier betreibt. Und die kommt dann und füllt die Waschmaschine, macht alles fertig für dich. Und holst du dann auch raus die Wäsche. Tut sie dann in den Trockner und aus dem Trockner holst du raus, legst sie zusammen und legst sie dir fertig hin. Wahnsinn. Dann kannst du sie abholen. Jetzt haben wir zwei Waschmaschinen. Ist das ein Service? Alles zusammengelegt. Echt toll. Alter, ich fass das nicht. Ja, ich kam jetzt auch zu spät, weil der Sonnenuntergang zu genießen war. Ja. Ne? Ist aber ja, also. So süß, toll. Fehlen mir die Worte. Aber ja, Dankeschön. Irre.
So, jetzt nochmal entsorgen. Und dann geht's weiter. Sam? Alles gut? Super. Dann geht's los. Tja. Schon wieder Probleme mit der Treppe. Die Schrauben hier sind wieder abgeschert. Ja, aber sowas darf doch gar nicht passieren. Und die kriegt man so schwer raus, weil die so unter Spannung sind. Nur wieder die beiden Schrauben hier. Hier die eine Schraube. Man sieht es jetzt schlecht. Ja. Und auf der anderen Seite, die ist schon ganz weg. Aber wahrscheinlich steckt jetzt noch das Teil von der Schraube drin. Ja. Hättet jetzt nicht bei uns da auf dem Platz so sein sollen? Nur Sam. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, die Edelstahlschrauben. Ja, wir sind immer noch dran. Also mittlerweile eine Stunde. Es ist zum Verzweifeln mit der Technik. Wo jetzt der Kai wohl ist. Kai, wir brauchen dich wieder. Was ist denn jetzt los? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir werden jetzt durchstarten. Die Treppe haben wir jetzt nur, ja, wie soll ich sagen? Provisorisch dann Bolzen reingeschoben, der ist nur ganz wenig drin. Die Bohrung ist nicht genau übereinander, sodass der Bolzen nicht durchgeht. Ist jetzt nur reingeklemmt. Und ja, ich muss im Baumarkt, brauche eine Metallfeile, vielleicht kann ich das ein bisschen so hinfeilen, dass dieser Splinter reingeht. Aber ja, das ist schwer zu erklären. Dann mal eine gute Fahrt. Dankeschön. Dir auch. Ja, ist halt so. Man muss da halt mitleben. Jetzt werden wir einkaufen gehen, ganz schnell. Petra kommt heute mit. Hahaha. Ja. Unser Süßigkeitenfach ist leer. Aber ja. Mein Mann isst so viel Süßes. Deswegen gehst du mit, wenn ich einkaufen mache. Ne? Ja. Der Sam passt schön auf. Nee, Spatzi, du musst da bleiben. Du musst schön aufpassen, ja?
Du suchst nicht. Ja, da ist aber viel eingekommen. Ja, meine Frau war dabei. Was? Meine Frau war dabei. Okay, da ganz schnell raus. Das kannst du ja knicken. Guck mal, wie schief du da stehst. Und dann ganz klein, verzell. Total klein. Welches Hummel soll denn da reinpassen? Soll ich das da oben probieren? Na, schau mal, was dein Navi denn sagt. Ich soll hier die kleine Straße rum, um dann rumzufahren. Aber hier komme ich ja schon vom Winkel her gar nicht rum. Na schau, da bist du doch schon auf der Großen. Wie das ausschaut, ist das hier einfahren oder nicht? Oh je, da oben das Dach. Ja, wir sind immer noch unterwegs und finden für uns für heute überhaupt gar keinen Platz. Wir haben jetzt einen Platz angefahren, der war zu schräg und zu klein. Da hätten wir mit dem Popo über dem Bürgersteig an der Mauer und da wäre kein Fußgänger mehr durchgekommen. Das wollen wir nicht. Und der wäre auch schräg gewesen. Na gut, Hubstützenanlage haben wir ja. So, jetzt sind wir an den nächsten gefahren und der, ja... Echt jetzt? Einmal, wenn ich nicht aufpasse. In Doro. Wo musst du denn hin? Zurück. Echt? Rechts, aber das wird immer kleiner hier. Na, da hättest du aber durchfahren können. Vielleicht die das nächste ist rechts? Ich melde mich, sobald wir was gefunden haben. Rechts ab, ja? Direkt danach biegen Sie rechts ab. Futter Campingplatz. Macht denn dein Navi immer, Mensch?
wollen jetzt hier für eine Nacht stehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Also hier ist es eigentlich verboten, für Wohnmobile zu stehen. Aber wir haben jetzt nichts weiter hier gefunden und schauen halt mal. Ich hoffe, dass da nichts... So stehen wir jetzt da. Ich hoffe, dass uns keiner verscheucht. Neben uns steht auch noch ein französisches Wohnmobil. Da ist aber niemand zu sehen. Schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir fahren heute Morgen weiter. Es ist noch recht früh. Und nee, die Nacht, die war okay. Also Bedenken hatten wir schon am Anfang, da die Polizei zweimal rumgefahren ist. Und wir haben geguckt. Ich habe zwar gewunken, weil ich wissen wollte von denen, ob man hier stehen darf für eine Nacht. Aber wir sind einfach weitergefahren. Naja. Gut, jetzt geht's mal am Strand. Der Stefan hat da so einen Parkplatz ausgesucht, wo man, also kein Wohnmobilstellplatz oder so, sondern ein regulärer Parkplatz. Na gut, dann mal eine gute Fahrt. Gute Fahrt. Toll, ne? Weite Ausfahrt im Kreisverkehr. Schau mal, Tribünen. Wow, alles für Karneval. Guck dir das mal an. Wahnsinn, ne? Ja. Alles Tribünen, oh, die ganze Straße. Schau mal. Das gibt's doch nicht, oder? Und alles in Sektoren eigentlich. 6, 7, 8. Wahnsinn! Das soll ja noch nicht sehen. Nee. Das, also, ich bin ja jetzt gerade sprachlos. Ja, guck mal. Ja. Prominenten. Bühne wahrscheinlich. Das ist im Kreisverkehr, ja. Jeder mit dem Wohnmobil anreist oder mit dem Anhänger. Das kann nicht sein. Jetzt stell dir das mal im Sommer vor. Ein Gang wäre auch gut. Arbeit. Immer. Aber ich warte auf meinen Cheeseburger. Ja, hier im Backofen ist ein Cheeseburger drin für uns. Ne, zwei. Du, zwei. Das war's schon wieder. Hier endet leider dieser Teil. Hier werden wir mehrere Tage verbringen und euch nächste Woche Samstag aufs neue Video einladen, und zwar in Porto. Da erlebt Stefan so einiges. Aber lasst euch überraschen. Wir sehen uns. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, das Liken, Kommentieren und Abonnieren. Bis nächste Woche. Ciao.